Angriff abgeschlossen, feste Karsdorf. Ich will gar nicht wissen, an wie viel Truhen ich jetzt vorbeigelatscht bin. Die morsche Eiche ist gefällt. Er ist nicht tot. Nein, ich habe noch etwas vor. Ein Spektakel, schon vergessen? Oh je. Oh je, oh je, oh je, muss das sein. Lass ihn gehen, er stirbt, bringe schnell zu Ende. Ich riskier's. Du hast gewonnen, Iva. Und wenn du ihn jetzt nicht tötest, lass ihn gehen. Diese Demütigung wird ihn bis an sein Ende begleiten. Oh nein, das wird gut. Ich habe etwas ganz Besonderes im Sinn. Einen Ort und eine Methode. Komm! Gut, bringen wir das hinter uns. Schmeiß den Schmalzbrocken auf dein Pferd und wir reiten los. Sieh zu, dass er nicht stirbt. Na, vielen Dank auch. Halt! Hey, wo? Vergiss nicht den Klump, gammliges Fleisch, das ich vorsinge. Na toll, wie komme ich da jetzt wieder ran? Das Spiel will mich wieder ärgern. Oder kann ich hier wieder die Fenster kaputt schießen? Nein. Ich habe mal wieder keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Kann ich nicht rüberklettern? Oh! Okay. Didn't say anything. Gib mir das Buch. Eine Verbesserung. Mehmet. Nee, gibt so einiges. Ich hol mir das später mal. Das Buch habe ich ja. Wo reiten wir hin? Beim Kundschaften habe ich eine Aussicht gefunden, die eines Königs Todes würdig ist. Es braucht kein Spektakel, Iva. Lass den Mann würdevoll sterben. Würdevoll? Nein, nein, nein. Sein Tod soll ein Schauspiel sein. Oh je. Aufs Pferd. Jetzt haben wir die gute Königin zur Witwe gemacht. Na los, Iva. Los! Da kommst du jetzt. Na, verrückter Kletter. Das ist nicht das Pferd, das war ich. Muss das sein? Wie geht es dem lieben König? Bleib bloß bei uns. Du darfst nicht verpassen, was dir bevorsteht. Oh je. Oh Gott, das ist kein schöner Anblick hier. König Osbrecht, König Edmund und jetzt töte ich König Rodri. Wer kann sonst eine solche Siegessträhne verzeichnen? Oh, hör auf. Töte mich einfach. Ja, das... Ich werde mich in diese Fehde nicht einmischen. Kann ich ihn nicht einfach erlösen?
Eva, setz den Blinker, verdammt. Diese Aussicht kommt Valhall gleich. Ist er noch am Leben? Kaum noch. Rodri, hörst du mich? Jahrelang trug ich diese Narbe mit Scham. Von einem Bretonen verletzt und dann verschont. Ich versuchte sie zu verstecken mit einem Bart, einem Rock. Doch als dein Ruhm wuchs, wuchs auch mein Stolz. Ein König gab mir diese Narbe. Was sagst du dazu, Rodri? Hä? Sprich, du stinkender Bottich ranzigen Talgs. Oh, Eva. Es ist nicht schon schlimm genug, dass wir Shiobert verloren haben. Muss das jetzt sein? Nein. Runter vom Pferd. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Um Gottes Willen. Das macht er automatisch. Ich habe nichts gemacht. Schaff ihn da hoch, auf die Spitze und halt ihn am Leben. Och nö. Bring es zu Ende, Eva. Ich schlepp ihn doch jetzt nicht bis da nach oben. Hier, eine hungrige Klinge. Jetzt kommt der Drache und bereitet sich sein liebstes Mal. Oh Gott. Den Blutar. Eva, wird das... Die Geburt eines Blutars ist ein ehrwürdiger Anblick, mein Freund. Erst schneide ich dich entlang der Wirbelsäule auf. Oh Gott. Eva. Ich muss die Folge definitiv ab 18 machen. Das geht nicht. Und jetzt kommt Odin. Was hältst du davon, Odin? Das ist ein Nordmann mit dem Geist der alten Helden. Der findet das natürlich auch noch gut. Der Blutar bedeutet Eva überhaupt nichts. Er tut das nur, weil er andere gerne leiden sieht. Jetzt ziehe ich das Fleisch. Jeder Brauch überdauert seine wahre Bedeutung. Bald weiß niemand mehr, warum dieser Mann starb. Aber wie er starb, ist ein Lied für die Ewigkeit. Mit der Zeit verwischt die Grenze zwischen Gut und Böse. Nein. Aber Ruhm ist unvergänglich. In dieser Tat liegt nichts Ruhmreiches. Das stimmt. Das Leben ist nicht schön. Es ist ein blutiger Kampf. Odin, ich konnte dich am Anfang richtig gut leiden, aber langsam... Oh Gott. Wir breiten sie aus wie Flügel. Oh Gott, er lebt sogar noch. Ach nee. Ganz Mercia kann ihn jetzt sehen. Na, ganz toll. Ich hab genug davon. Oh! Wir sind noch nicht. Wieder da hinten aufgeschnitten. Oh! Diese Saga, nee. Die wir zusammen geschrieben haben, braucht ein Ende. Hier und jetzt. Es ist vorbei, Eva. Ich bin fertig mit diesem Ort. Ein Kampf auf den Tod. Nur du und ich. Wenn ich gewinne, bin ich der größte Wikinger, der je gelebt hat. Eva, jetzt drehst du durch. Hast du eine große Geschichte zu erzählen? Oh. Schlachttrunken, Eva. Leb wohl. Armer Cheolbert. Er hat kaum etwas gesagt. Ich hab's geahnt. Wann?
Ich stieß ihm den Drachendolch ins Herz. Ich wusste doch, dass es nicht Rodri war. Nein. Nur ein kurzes, leises Wimmern. Dann nichts mehr. Du krankes Stück Scheiße! Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Was ein Mann nicht alles tun muss. Man muss Prüfungen bestehen, Freunde verraten, nur um sein Schicksal zu... Er wollte nur Krieg anzetteln, das war der... Immer wieder der Königstöter zu sein. Verräter! Chilbert war... Wie ein Sohn für mich, ja, ja! Also kämpfe, Wolfsmal, bis zum glorreichen Tod! Daran wird nichts glorreich, ich stoß dich in den Abgrund, du! Was für ein Leben, Eivor! Ein Kampf hoch... Du verdammtes Arschloch! Ich bin sauer, falls man es noch nicht gemerkt hat. So. Du. Verdammter Dreckskerl. Ich stoß dich hier wirklich runter, wenn du nicht aufpasst. Ich muss dich etwas fragen. Aha, jetzt willst du reden. Was? Sprich, sonst schneide ich dir die Zunge raus. Das mache ich sowieso. Wirst du deinen Vater in Valhall sehen, Wolfsmal? Oder ist das feige Aas in Helheim und weint eisige Tränen? Oh, der hat mich ausgetrickst. Sag mal. Du willst es jetzt wirklich wissen, du. Oh. Friss meine Pfeile. So. Die wird dich nicht mitnehmen. Meine Axt, Eivor. Gib mir meine Waffe. Nö, ich denke ja gar nicht dran. Ivar nach Valhall schicken. Pah, vergiss es. Eivor, gib sie her. Nach Helheim mit dir. Yes! Du verdammter... Nee. Das war einer zu viel, Ivar. Das war einer zu viel. Krieg, der hat Krieg angezettelt. Der hat... Oh, nee. Der hat ein ganzes Volk in den Krieg gestürzt. Sein Ruf... Feste Chaosdorf. Warum bin ich schon wieder hier? Bringt seine Überreste nach Quadfort. Wir verabschieden ihn dort. Warum? Wieso, weshalb, warum? Und schickt einen Boten zu Oba. Sagt ihm, dass sein Bruder tot ist. Nee, ich habe jetzt keine Lust zu suchen. Ich bringe jetzt hier die Story noch zu Ende. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Ist alles nicht gerade nah dran. Ich gehe mal hier hin. Ich bin gerade auf 180, Leute.
Nein. Länger pfeifen, ich brauche mein Pferd. Los! Entschuldigung. Entschuldigung, Pferdchen. Einen Verräter schickt man nicht nach Valhall. Egal, was Odin wieder gefaselt hat. Ja, huch. Warum bin ich denn plötzlich so weit oben? Mir tut die Königin jetzt leid. Da-da. Was machen wir hier? Du führst mich nie dahin, wo ich hin will. Na, no, du bist nach rechts gegangen, obwohl ich nach links gesagt habe. Oder was? Die beiden kenne ich, die habe ich zusammengeführt. War eine ganz lustige Nebenquest. Jetzt ist der Blinde seine Beine und der nicht laufen kann, übernimmt jetzt die Aufgabe der Augen. So, wie erklären wir das jetzt dem werten Deoraf? Opa ist schon da. Wieder trübt ein dunkler Tag unseren Sieg. Bischof. Ober. Er starb durch die Hand eines Britonen. Ich kann nur ahnen, welche Schande mein Bruder in seiner letzten Stunde gespürt hat. Das war kein Britone, das war ich. Ohne diesen Frieden. Ich erschlug ihn. Du? Ja. Nachdem Frieden geschlossen wurde, hat Ivar Ceolbert ermordet und es Rodrian gehängt. Um sich an ihm zu rächen. Und woher weißt du das alles? Er hat es mir selbst gesagt. Ich bin ein großer Freund der Wahrheit, Evo. Aber das... Es ist schwer, das zu hören. Das verstehe ich. Ist er gut gestorben? Ivar starb keinen guten Tod. Er wollte sterben. Ivar ist gut gestorben. Ja, was stimmt denn nun? Das war eigentlich kein guter Tod, oder? Jetzt weiß ich gerade wirklich nicht, was ich hier nehmen soll. Ich sage... Wir haben ihn ja nicht nach Valhall geschickt. Ich sage, es war kein guter Tod. Er starb für eine heimtückische Lüge. Ich würde das keinen guten Tod nennen. Eva, ich verbrachte mein Leben damit, den Schaden zu beheben, den er anrichtete. Trotz allem war er mein Bruder. Ohne Eva können nun endlich Ruhe und Frieden einkehren. Immerhin etwas. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich ihn in Valhall wiedersehe. Mit der Axt in der Hand. Nein, auch das nicht. So oder so. Er lebte nach seinen eigenen Regeln. Welcher Mann kann mehr behaupten? Er war ein Mann der Widersprüche. Er hat mich oft überrascht und in Erstaunen versetzt. Doch nicht alle Männer leben, um verstanden zu werden. Wir müssen ihn gebührend verabschieden. Ich bereite ein Schiff für seine Verbrennung vor. Bischof,
Schick eine Nachricht an Königin Angarad, dass ihr Mann durch Verrat starb und Iva den Preis dafür bezahlt hat. Sobald ich dazu komme. Haben wir von König Cheolwulf gehört? Seine Trauer muss grenzenlos sein. Es hat ihn erschüttert. Und doch macht er neue Pläne für diesen Schier. Ich soll Aldermann werden. Somit erklärt sich Schrobeschir zu deinem Freund und Verbündeten. Und wird es bis ans Ende meiner Tage bleiben. Ich danke dir, Bischof. Gott sei mit dir, Eivor. Wo immer du auch bist. Stifter von Schlachtgesängen. Auf loderndem Wellenross segelt der Knochenlose dem besungenen Ruhm entgegen. Wind weht über das Wasser. Die Schwingen der Schildmeuten schlagen, um einen König zu Odins Totenhalle zu bringen. Iva fort. Schrobeschir verbündet. Ich sollte mich mit Randvi beraten. Jo. Stimmt ja, ich habe hier eine verbesserte Fähigkeit. Und wir haben wieder Fertigkeitspunkte. Was war hier noch mehr Punkte? Tatsächlich. Okay, wir gehen noch zurück in die Siedlung und klären das Ganze ab. Na dann mal los. Na, mein Süßer. Aus. Geht es dir gut, mein Kleiner? Was willst denn du hier? Ulfi, gib mal kurz Ruhe. Randvi! Shindy. Wir haben ein Bündnis mit Schrobeschir. Allerdings war der Preis dafür hoch. Der junge Cheolbert wurde getötet. Ja, ich hörte von meinen Spähern. Solch ein tragischer Tod für zweifelhaften Nutzen. Ich hoffe, du ließt seine Mörder bezahlen. Das Recht obsiegte. Man wird sich Cheolbert erinnern. Ich schätzte seine Gesellschaft in unserer kurzen gemeinsamen Zeit. Wo sind denn deine Späher immer? Die scheinen nichts zu tun, außer irgendwo rumzugucken. Hast du mit Heitam über Vinland gesprochen? Leider ja. Das habe ich. Gut, ich habe es auf der Karte eingetragen, wobei der genaue Ort etwas geraten ist. Sag mir, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Na, jetzt garantiert noch nicht. Okay, Leute, das war eine sehr lange Aufnahme hier. Auf jeden Fall mache ich aber jetzt natürlich Schluss. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Valhalla.